It's a go. Warum wir zurzeit so viele Dunkel-Level bekommen, ich habe keine Ahnung. Oh, ich bin nicht begeistert. Und Lena Mann, die auch danke für die für den Support und Nicole Mann, die auch danke. Die Switch. Guck mal, was da passiert. Ich hoffe, wir kommen da gleich durch. Die Stage hat noch keinen Clear. Wir geben sofort Instant. Mancha Caverns Gauntlet. Der Red Coin Challenge. Er kam, glaube ich, aus der Pipe. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen mal in die Türe. Kriegen wir schon mal einen Helm, sehr gut. Und dann können wir den dann schon mal dahin ballern. Da gibt es schon mal ein Leben. So nicht aufziehen. 10er, shit. Hätte ich gern nochmal ein. Danke. Da gibt es nochmal einen Pilz. Wir haben doch hier jetzt gar keinen roten Coin. Auf der kommt noch. Patrick, ja, das kann schon gut sein, ja. Ich hab's auf jeden Fall vor, sagen wir mal so. Aber ja. Also klar, also es gibt immer mal ein paar Gimmicks im Stream auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall, ja. Ich weiß noch nicht, für was ich den P-Switch... Ah, ja. Den 30er lass mal liegen. Der ist für mich uninteressant momentan. Ich muss kurz warten. Los. Neues, neues, neues. Schön, dass er immer einen Pilz gibt am Ende noch. Ein coole Stage bis jetzt, finde ich. Haben wir schon die 2 Coins. Brauchen wir noch ein paar. Hier gibt es wieder einen Stahlhelm. Sehr schön. Muss man ein bisschen nach oben machen, den Dude. So, dann macht er das auf. Glonke. Da haben wir auch nochmal irgendwie was. Da ist auch nochmal was. Da brauchen wir einen P-Switch wieder. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drüber. Leider. Schade. Wer hat denn hier den P-Switch?
den P-Switch nicht. Okay. Der hat den P-Switch. Den hidden P-Switch irgendwie. Okay, dann gehen wir da runter. Noch ein Pilz brauchen wir erstmal auch nicht. Wir machen das erstmal alles weg. Okay. Damit sind wir schon gut to go. Wahrscheinlich haben wir auf der rechten Seite auch nochmal so einen. Eigentlich können wir die Blume jetzt schon nehmen, es ist wurscht. Wir haben bisher so. Also wir verlieren die ja nicht instant und dass wir zwei Hits bekommen auf einmal. Ziemlich unwahrscheinlich. Gib ich jetzt nach einem guten Level aus. Oh. Okay, wir haben auch die Super Balls mit am Start. Haben wir noch zwei Türen. Wir haben noch zwei Minuten, ein bisschen mehr. Wir haben da noch eine Pipe. Aus der linken Pipe kam er, glaube ich. Gibt's hier auch irgendwo einen Switch für mich? Autsch. Anders. Ist ja nur auf Switch. Kommt die Plattform jemals wieder? Ich glaube, mal respawnen. Die Musik gibt voll die Erinnerungsvibes. Mit den Super Balls, ja. Also finde ich zumindest, ja. Gute Idee. Schade. Gehen wir den Coin. Gehen wir den Checkpoint. Gehen wir nochmal den Checkpoint. Und vor allem bunte Hallöchen. Sei grüßt. 70 Sekunden haben wir noch. Wir gehen da in die Pipe. Wir haben noch eine Minute, um den Bereich ausfindig zu machen, was man da genau machen muss. Den mal. Jo, Digga. Muss ich den nochmal drücken, oder? Na, der war schon richtig. Okay, ist soweit so gut. Der bleibt oben erstmal. Okay, kriegen wir gleich die Münze. Ich hoffe, es ist vorbei. Noch 30 Sekunden. Die letzte Münze ist auf der Pipe. Das Problem ist, wenn wir jetzt Timeout und dann müssen wir alles nochmal machen. Ich hoffe, das Ziel kommt jetzt gleich. Wir kriegen die drei Leben, sind good to go. Natürlich nicht, Digga. Ist das jetzt dein fucking Ernst? Komm schon, 20 Sekunden. Oh, natürlich, natürlich. Jetzt an 10 Sekunden. Das schaffen wir nie wieder.
Oh Mann, ich hab's gewusst, jetzt müssen wir den ganzen nochmal machen. Nur weil der Level Creator sagt. Ein Idiot ist. Ein Vollpfostenmann. Keydeath, jetzt dürfen wir alles nochmal machen. Den ganzen Scheiß. Und dafür kriegst du für mich jetzt ein Buu und danach ein Skip, Digga. Resetten. Trotzdem ärgerlich, sage ich. Also die Stage davor hat mich jetzt halt richtig abgefuckt. Weil ich habe noch drüber nachgedacht, ob man wirklich mit Absicht sterben soll. Da habe ich gedacht, wie assi wäre das, der Move, sage ich mal, dann noch was hinzupacken, wenn er doch ganz genau weiß, wie es ist, sage ich mal. Das weiß ja der Level Creator. Und das finde ich echt ein bisschen grenzwertig, leider. Aber... eben. Gott, es ist halt schade. Ich hätte es mir halt anders gewünscht, auf jeden Fall. Da gibt es kein Reset mehr. Das ist das Problem gewesen an der Stage. Also wenn du mit Pilz durchkommst, kriegst du sogar noch die zwei Leben. Sehr schön. Also. Okay. Sehr schön. Gehen wir da oben auf 12. Also das weiß der Level Creator hundertprozentig. Ihr kriegt da mal ein Like. Das war eine coole Stage. Okay, weiter geht's. Und Patrick und andere Patrick, Mann, euch auch danke für den Support. Und Dionira und Lenin, euch auch danke. Danke immer für den ganzen Support, Mann. Und Kiltimann, sei gegrüßt, dir auch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, du hast den Baum schon besorgt. Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Hey, Secret Coin. Mann, dir auch danke für dein Abo im 5. Monat mittlerweile. Danke, danke, Mann. Secret mehr. Schade. Reset Door, Spring. Weird, aber okay. Eigentlich hat er hier immer ein Secret gehabt, aber diesmal auch. Bitte bring mich nicht um, lieber Level Creator, und gib mir irgendwie die drei Leben und... Oh, danke. Mach die Zeit schon wieder Druck. Und Champi, Hallöchen. Okay, also immerhin gab es ein paar Leben, deswegen war es nicht schlecht, dass wir da rein sind. Jetzt bauen wir was. Okay, brauchen wir die Reset Door. Perfektes Timing für den Maul. Okay.
60 Sekunden. Das Ziel. Schade. Habe überlegt, ob man vielleicht die Flagpole noch irgendwie bekommen. Wir nehmen die zwei Leben mit. Haben zwei Leben plus gemacht in der Stage. Ist die Tobi. Sprung war nicht ohne. Lass mal ein Like da. Stage schon nicht schlecht. Da geht's. Schade, dass wir die Stage davor nicht geklärt haben noch. Das wären auch safe die drei Leben gewesen. Schade, dass wegen dem engen Timer. Gutes Level gerade. Ja, das war ein süßes Level auf jeden Fall, ja. Jetzt habe ich wieder Angst von Kaiserblöcken und irgendwelchen fiesen Sachen, die jetzt passieren könnten. Das sieht sehr unfies aus, ne? Lassen die erstmal schießen. Bullet. Habe ich gedacht, ich komme auf drauf. Mich getäuscht. Okay. Boom, boom, fight. Bumbeli, boom, boom. Tschüss, Digga. Okay. Bisher noch keine Leben, leider. Ein Checkpoint. Nehmen wir dann Power-Up. Nehmen wir dann boom, boom. Fairer Abschnitt. Wo habe ich eine Bombe? Oder das? YOLO! Ja, warte. Roy. Ja, den wollte ich eigentlich nicht unbedingt, aber... Ja, zum Glück kommen wir da wieder hoch. Gib mir die Bullet. Gib mir doch den Pilz. Warum kommt jetzt kein Pilz mehr? Uff. Jetzt kommt kein Pilz mehr, Alter. Was war los? Ja. Kriegen wir jetzt noch die Leben? Das wäre cool. Die Stage machen wir. Also die ist absolut machbar. Ich hoffe, dass wir am Ende irgendwie die drei Leben bekommen. Witzig, dass die Bullets so random spawnen in dem Ding. Gibt halt mal. Entscheide mich auch nicht immer richtig. Ich bin froh, dass er hier diese Reaktionssekunde mit dabei hat in dem Ding. Wieder passieren. Mein Gott. Gucken wir mal, dass wir es jetzt durchkriegen. Und so weiter. Schwierig. Ach, der Pilz da unten ist vielleicht auch einfach nur ein Troll. Ich weiß nicht, ob man den jemals bekommt, den Pilz. Ich gehe mal weiter.
Ich hoffe, dass wir die drei Leben noch bekommen in der Stage, das wäre cool. Ich noch ein B-Switch. Wir kriegen kein einziges Leben in der Stage. Ah doch, wir kriegen vielleicht noch eins. Ein bisschen Engagement, aber... Ja, sehr gut. Immerhin kriegen wir eins wieder zurück. Okay. Next Stage. Schade, dass uns Seroy da einen Tiernamen gegeben hat. Zweimal. Immer weiter. Und die Ledimann, die auch danke. Okay, weiter geht's. Ah, guck mal. Das ist eine coole Idee, sag ich mal. Also jedes Mal, wenn ich springe, aktiviert sich hier der Nostitch, da unten ist der Mechanismus auch dafür. Ich weiß nicht, ob ich da runter muss. Wahrscheinlich ja. Einfach ignorieren sowas. Problem ist halt, dass das irgendwelche Leute dann auch manchmal glauben. Das ist das Traurige dran. Okay, weiter geht's. Okay. Was war hier noch? Da haben wir auch nochmal eine Münze. Da haben wir auch nochmal eine Münze. Superballs kriegen wir ja auch noch. Und Dennis, ja, klar, aber mich fuckt's trotzdem ab, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mir halt mal manchmal eine harmonischere Welt wünschen, sag ich mal. Und eben, wow. Das ist ja auch eine Grundsatzgeschichte, sag ich mal. Das ist nicht nur das Thema. Im Optischen sieht das Level gut aus. Ja, wir haben die drei Leben schon mit am Start. Okay. Ultra Schiss, dass es irgendwann nicht funktioniert. Ja. Called it. Witzig, oder? Also es liegt nicht am Mechanismus, sondern da musst du einfach direkt drüber. Das ist ultra fies. Wäre irgendwie abgefuckt sind auf ihr Verhalten. Wir bleiben hier oben. Puh, das war close. Wäre nicht aufgestanden, hätte er mich weggejodelt. Okay. Also, nehmen wir die drei Leben wieder mit. 92 Münzen, 13 Leben. An irgendwelchen Leuten aus, sag ich mal. Und dann geht zum Psychologen, lasst es aufarbeiten, sag ich mal, habt dann ein schönes Leben. Das ist bestimmt schöner. Der war recht in Ordnung, 7,5 von 10. Und Leni und Patrick Mann, euch auch danke für die Bits, Mann. Und Ale und Casey Mann, euch auch danke für das G und Jan Mann, die auch danke. Oder man sollte halt irgendwie mal in der Schule irgendwie Moralfach einführen oder so. So, was ich gehört, was ich nicht gehört. Nix.
Ich gehe da mal runter, aber wenn ich nicht weiß, ob das richtig ist. Da ist zumindest mal eine Pipe. Ja, die richtige Entscheidung. Oder wieder den Grundwehrdienst. Nimm halt irgendwas Erziehungstechnisches, wäre bestimmt nicht verkehrt. Wow. Springt er natürlich mir direkt ins Gesicht. Schade. Ja, toll, Mann, wie sollst du da alles dodgen? Da bist du doch weg vom Fenster. Bist du nach oben? Wahrscheinlich, oder? Nach oben? Checkpoint, sehr schön, den nehmen wir sehr gern mit. Und Mohammed, hallo hin. Okay, wir müssen erst warten, bis die ersten Coins kommen und dann sofort rechts reinhucken. Und das sieht ziemlich tight aus, noch mit dazu. Okay, erst Säge rechts und dann sofort reinhucken. Okay. Will ich nicht so hoch springen, das sind Bullets. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass man die Flagpole hätte bekommen können. Schade. Wir nehmen die zwei Leben aber damit. First Hell. Wir geben kein Like, weil er geht. Ja, kannst du das Level selber mal spielen, Digga.